Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch eine Neuheit der Firma Pioneer vorstellen und zu Gast bei mir ist Herr Franz von der Firma Pioneer und ich darf sicherlich Marian zu dir sagen, oder? Ja, sehr gern. Hallo auch von meiner Seite. Ja, was hast du uns mitgebracht? Ja, wir haben das Nachrüstnavi für den Golf 7 mit dabei von der Firma Pioneer. Schöne Geschichte, schauen wir doch mal rein. Ihr seid ja, würde ich mal sagen, ganz klar Marktführer mit euren Android-, Apple-, CarPlay-fähigen Geräten. Die verkaufen sich ja unheimlich gut, keine Frage. Aber jetzt seid ihr auf den Nachrüstmarkt aufgesprungen und fangt mit dem Golf 7 an? Genau, richtig. Okay, ich habe gesehen, bei dem Radio gibt es was Neues. Habe ich vermisst, gab es, glaube ich, das letzte Mal beim F930, wenn ich mich richtig erinnere, einen Drehregler, ne? Ja, jetzt wieder endlich mit dabei in den Pioneer-Geräten Drehregler. Ja. Nicht nur für die Lautstärke, sondern auch für die Titelwahl. Das heißt vor, zurück und auch Spulen bzw. Sendersuchlauf. Ja, macht optisch einen sehr, sehr guten Eindruck in dem Gerät. Meine allererste Frage, wo ist denn das Laufwerk versteckt? Das habe ich nicht gesehen. Das Laufwerk haben wir optional im Handschuhfach versteckt. Ich frage mal unbequeme Fragen. Gibt es schon Preise? Nein, gibt es noch nicht. Okay, alles klar. Gibt es Liefertermine? Noch nicht ganz, Ende April, Anfang Mai. Okay, die Geräte sind eine neue Plattform oder eine bekannte Plattform? Ist eine bekannte Plattform, es steckt das AVEC F88 dahinter. Also DAB auch? DAB auch, ja, definitiv. Ganz in jedem Navi immer DAB Plus, Radio auch mit drin. Ja, also es ist das, was ich allen Leuten empfehle, die sich dafür entscheiden, dass sie sagen, sie brauchen eigentlich kein fest installiertes Navigationssystem mehr. Ihnen langt ein App-Radio oder ein AVH-Gerät. Da vermisse ich natürlich die Kombination Android Auto und CarPlay. Gibt es leider ja noch nicht mit DAB im Monoceiver-Bereich, sondern nur im Navi-Ceiver-Bereich. Das habt ihr hier jetzt alles in einem Gerät drin. Ja. Haben wir da alles in einem Gerät drin. Auch ein Dual-Core-Prozessor, der eine wirklich schnelle und flüssige Bedienung des Gerätes gewährleistet. Ja, von den Oberflächen her, so wie eine F88, auch von der Audioeinbindung. Das heißt, dass ihr aus den werkseitigen Lautsprechern schon deutlich mehr rausholt durch die Highpass-Filter, richtig? Exakt. Ja, und vom Equalizing her auch, dass ihr die zwei Presets abspeichern könnt. Sehr interessant für Nutzer, die jetzt sagen, sie möchten jetzt einfach nur ein gutes Radio haben und einen bestmöglichen Sound mit den bereits vorhandenen Lautsperren. Hat Pioneer eine sehr, sehr gute Option mit den zwei Equalizer-Presets, die ich häufig nutze, wo ich den Kunden einmal zeigen kann, wie hört sich das an, wenn ihr eine originale Flat-Einstellung habt und eine veränderte Equalizer-Einstellung. Kann man wirklich einen absolut guten A-B-Vergleich machen. Und es ist wirklich, finde ich, sehr beeindruckend, was aus den werkseitigen Lautsperren rauskommt in Verbindung mit dem gesetzten Highpass-Filter. Ne? Ja, also es macht schon richtig Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Und wenn man da noch ein bisschen mehr haben möchte, haben wir immer noch die 3 High-Volt-Vorverstärker-Ausgänge. Die ihr hier in dem Auto auch genutzt habt, wie ich gesehen habe, hinten in dem Kofferraum. Richtig, genau. Die haben wir hier im Fahrzeug auch genutzt. Wir haben noch eine kleine Subwooferanlage im Fahrzeug mit drin und ein Zwei-Wege-System vorne eingebaut in dem Golf. Kannst du uns auch was zu dem Installationsaufwand sagen? Muss viel zersiegt werden? Mal eine doofe Frage. Gar nichts. Also der Einbau ist relativ einfach für eine Fachwerkstatt. Die kriegt das zügig hin. Es ist alles mit dabei. Das Gerät ist auch schon fertig vormontiert. Das heißt, da muss in der Werkstatt nicht mehr großartig was zusammengeschraubt werden. Quad-Lock-Stecker, Antennenstecker. Genau. GPS-Maus. Mikrofon verlegt werden. Oder ist das Mikrofon im Gerät? Nee, das Mikrofon wird extra angebracht und zwar möglichst oben an der Sonnenblende, um da eine gute Sprachqualität auch gewährleisten zu können. USB, wo sind die? Die USB-Anschlüsse sind entweder die Originalanschlüsse, die genutzt werden, und zwar an der Gangschaltung unten rechts, ja, oder halt eben ins Handschuhfach gelegt, dann der zweite Anschluss zumindest. Ja, freue ich mich drauf. Wenn ihr einen Golf 7 habt und auf der Suche nach einem Navi seid, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne E-Mail schicken auf die info@kaistuven.com. Gerne könnt ihr unten bei YouTube was in die Beiträge reinschreiben. Würde mich freuen, wenn es eine kleine Interaktion zu dem Thema gibt. Freue mich auf den ersten Golf 7. Bewerbt euch, wir bauen euch das Gerät gerne ein. Ich sage recht herzlichen Dank für die Vorstellung. Hat mich gefreut, dass ihr heute zu Besuch bei uns wart. Und ja, bis demnächst, euer Kai. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Tschüss.